sagen, es ist ein bisschen mehr cozier. Ich habe nicht so viel gefilmt, aber generell war der Oktober zwar vollgestopft mit Events und Co., aber trotzdem auch irgendwie total gemütlich. Es wurde ein bisschen kälter, obwohl auch in Berlin es sehr warm war, verhältnismäßig. Und jetzt will ich mich eigentlich nur noch aufs Sofa legen mit einem guten Buch, mit Tee und Duftkerzen anmachen und nur noch einfach relaxen. So das Cozy Season, we love it. Deswegen, ich sehe heute auch recht cozy aus. Ja, und bin eigentlich auch ganz, ja, ganz gemütlich unterwegs. Ich habe hier ein bisschen, ich habe hier schon meine Kerzen angemacht, bin gerade am Lesen und wollte euch, bevor es losgeht, auch noch einige meiner neuen Magazine zeigen. So, das lese ich gerade. Und ja, hier sind meine neuen Magazine. Meinen Tee stelle ich mal hier kurz zur Seite. Ja. Oh je, das. Oh, ja, so. Sieht doch schon viel besser aus. Ach, so cozy. Genau. Und das sind noch die Magazine, die ich mir ganz neu geholt habe. Das ist übrigens auch eine richtig schöne Schal. Die habe ich bei dem Soma-Pop-Up im H&M gekauft. Das verlinke ich euch unten. Sie verkauft die Vintage-Sachen auch online, deswegen kann man hier einfach auf Instagram DMen. Genau, so. Ich habe mir hier Hot Shoe geholt. Das ist ein Fotografiemagazin, was richtig, richtig schön ist. Und die Ausgabe konzentriert sich vor allem auf West African Photography. Und es sind so schöne Porträts hier drinnen. Das ist wirklich, wirklich toll. Genau. So, dann habe ich hier noch das Fucked Magazine, The Faces Issue. Und das fand ich ganz toll. Also es ist noch eingeschweißt, aber sozusagen ist das ein Deckblatt. Da kann man das abmachen und man kann sein eigenes Sicht draufmalen. Genau, und das hatte ich im Laden mir schon angeschaut. Da war eine offene Version. Und das fand ich so toll, weil es halt eben auch über Illustration und Zeichnungen geht und das Thema eben Gesichter ist. So, dann Muso Trees, wieder ein Magazin über Reisen. Und diesmal geht es um, was war denn das nochmal? War das Malaysia? Wo sehe ich das? Ja, Malaysia. Genau, ich war noch nicht in Malaysia und generell so ein bisschen Travel Inspiration finde ich immer ganz schön. Genau. So, dann habe ich hier noch ein weiteres Magazin über Fotografie. Das Aperture. Latinx ist die Issue. Und da geht es vor allem über die Latinx Community natürlich. Von Fotografie, Pop Culture und Co. Das mit schönen, sehr schönen Essays. Und wie ihr seht, ich bin ja ein großer Fan von Fotografie und Reisen. Und sowas finde ich immer. Man kann dann auch noch ein bisschen lernen. So. Genau, dann habe ich hier noch das Grafikmagazin. Das ist hier die neueste Ausgabe. Und ich liebe auch. Ich liebe auch einfach das Cover, das von Mary Lennox, einer Set-Designerin, die vor allem halt mit Blumen auch arbeitet. Und da ist ein richtig tolles Interview mit ihr. Mal gucken, wo das ist. Aber ich will auch gar nicht spoilern. Da solltet ihr einfach mal reinschauen. Vor allem, wenn ihr Grafikdesign liebt, da ist das Grafikmagazin natürlich richtig. Und gerade eben kam in der Post noch ein neues Puzzle an. Yay! Die Illustration ist von Elif. Richtig schön, Staring into the Void. Und wie ihr es wisst, ich liebe Puzzles. 1000 Teile. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Und genau, ist richtig, richtig toll. Ich bin gespannt. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Und genau, so. Jetzt kommt eine kleine Einblende von einigen Magazinen, die ich auch noch vor ein paar Wochen geholt hatte.
aber ich nicht geschafft habe, in meinem anderen Vlog reinzutun. Deswegen sieht das hier jetzt auch ganz anders aus. Und ja, genau, also nicht wundern. Was ich euch zeigen wollte, ist meine neueste Magazinausbeute. Ich habe hier ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Ordnung geschaffen, weil es dann doch nach einer Zeit etwas viel wird. Hier habe ich also recht viele Reisemagazine, Essensmagazine, dann viel, was mit Design zu tun hat, wie das Grafikmagazin oder die Form. Und genau, ich bin ganz happy, dass ich hier so ein kleines bisschen Ordnung geschaffen habe. Wollte ich auch schnell meine Magazine kaufen, die ich bei Rosa Wolf hier in Berlin gekauft habe. Einmal das Fatboy-Magazin. Ja, irgendwie fand ich das Bild richtig toll. Und dann hab ich gelesen, da steht: A greedy attempt to document Asian food and identity. Und generell sind das ja meine liebsten Themen. Ja. Und das kannte ich noch gar nicht. Aber es kommt auch sehr, sehr selten raus, habe ich jetzt hier bei Rosa Wolf gehört. Und das fand ich super spannend, weil ihr wisst, Food, Asian Identity, ich meine, Themen, mit denen ich mich sehr beschäftige. So, dann habe ich das neue Lodestar, Spain. Ich habe generell noch mehr von denen hier. Ich habe einmal Mexiko, Griechenland und, was ist das hier? Wales, genau. Und ich mag deren Fotostrecken super gerne, auch deren Essays. Mexiko fand ich zum Beispiel super schön. Und ja, manchmal, also ich bin ja ein großer Fan von Destinationen, die halt weit weg sind. Mexiko, Japan, Vietnam und China und so. Aber ich finde das ja dann auch immer ganz spannend, Destinationen oder über Destinationen zu lesen, wie Spanien. Also nicht, dass ich nicht gerne nach Spanien reise, aber wie gesagt, für mich zieht es eigentlich immer weiter weg. Und deswegen finde ich es auch mal ganz schön, so ein bisschen näher zu gucken. Und Lutz hat immer einen ganz schönen Approach und auch generell die Fotos und die Illustrationen sind ja immer ganz schön, ja, so ein bisschen Inspiration zu finden. So. Dann habe ich das Fair Magazine. Das mag ich auch sehr gerne. Das hat vor allem viel Fokus auf Essen. Auch viele Tipps, wo man essen gehen kann. Dann halt die Geschichten über die Leute da hinten. Und das ist die Lissabon-Ausgabe. Ich habe einige Ausgaben von denen. Und in Lissabon war ich schon. Das ist schon einige Jahre her. Und jetzt sind einige Freunde und Bekannte auch schon dorthin gezogen. Und ich dachte mir, vielleicht, wenn ich da jetzt auch noch Locals habe, vielleicht sollte ich da mal gucken. Ne? Schaut doch mal, wie schön die Illo ist. Und das kann ich euch hier zeigen. Hier habe ich nämlich noch einige. Istanbul, so Tbilisi, I'm sorry, meine georgischen Freunde. Lima, Kampala und Kyoto. Jedenfalls, das sind auch richtig tolle Ausgaben. Ja, und jetzt habe ich auch die Lissabon. So, ich das aus der Seite tue hier. Dann habe ich noch Miss Coast, das habe ich mit meiner Freundin gesehen. Und ich finde das Design auch ganz witzig. Ein bisschen unpraktisch, muss ich sagen, aber ganz cool. Und ja, Asia is the world's first actual fanzine. Und hier ist auch das Thema wieder vor allem Asien. Es sind verschiedene Themen von gesellschaftlich, Queer Community und Co., was sich vor allem halt auch auf Asien spezialisiert. Oh Gott, wie toll ist bitte. Das möchte ich bitte sein, wenn ich alt bin. Älter jedenfalls. Aber ich liebe ja monochrome Looks und dieses Pink ist ganz nice. Genau, und ich hatte das gesehen, ein bisschen reingeschnuppert und ich wollte es unbedingt haben, weil ich das immer sehr, sehr spannend finde. Ja, schauen wir mal. Das ist auch die erste Ausgabe, die ich hier von Viscose hatte. Genau. So, die hatten wir schon. Und dann habe ich hier das Sandwich-Magazin. Das mag ich total, weil ich bin auf die aufmerksam geworden, als ich, hier sollte das irgendwo hier sein, hier. So, als ich nämlich neben den African Scramble Issue das allererste Mal die Banh Mi Issue gesehen habe. Und ich find das so toll, weil einfach die Banh Mi
Issue, das hat mich total, ich meine, klar, das ist halt ein Part meiner Wurzeln. Plus hier, without Maggi Sauce, the Saigon Banh Mi is not quite the same. Und es ist, it's true, ich liebe Maggi über alles. Ich habe immer ein Stable Maggi zu Hause. Und diese Ausgabe auch mit den Illos und mit den Fotos, das fand ich so, so toll. Und da war ich direkt hooked. Witziger Fun Fact: Ich bin nicht so ein Fan von Sandwiches. Brot ist nur okay. Finde ich okay. Es gibt bessere Sachen zu essen. Aber wenn es natürlich so Sandwiches wie Banh Mi ist, ist natürlich geil. Nicht so diese traurigen Brote, die du am Bahnhof bekommst. Sehr oft sogar. Genau. Und deswegen hier habe ich die African Scramble Issue. Das ist auch ganz nice. Wie gesagt, Ethnic Food. I love. Einfach. Food that is not necessarily German oder European. So, dann habe ich hier die Brisket-Issue, weil ich liebe Brisket. Oh mein Gott, aber einen wirklichen guten Brisket zu finden, finde ich immer schwierig. Und hier, ihr seht wieder richtig, richtig tolle Illus. Die Fotos auch. Und ja, ach, Brisket, lecker. Yummy. Genau, und da, die fand ich auch immer, finde ich auch immer richtig toll. So, und das hier ist die Form. Das ist ebenfalls von zwei Bekannten von mir. Und ich liebe einfach dieses Cover. Und ich meine, es ist ein Meme, okay? Das kennen wir alle. Okay, Boomer, das ist der Hammer. Ich liebe das einfach. Die Covers sind eh immer sehr fun. Auch andere Ausgaben von der Form. Ich war auch mal in der Form drinnen, von einiger Ausgaben davor. Und ich mag auch wirklich deren Fotostrecken, deren Texte auch immer dazu. Und das ist immer super spannendes viel über Design natürlich, also das ein Designmagazin ist. Und genau, und das Cover hat es mir aber auch besonders angetan. So, und dann, falls ihr euch noch für Designmagazine interessiert, zeige ich euch natürlich auch noch hier die Grafikmagazine. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, hallo, bitte. Was ist denn hier los? Ich nehme mal hier eine Handvoll raus. Oh, oi. So. Genau, das sind die Grafikmagazine. Das hier ist das neueste Grafikmagazin. Oder habe ich schon die neueste? Nee, das ist das neueste. Ich liebe die Illus. Wie schön ist das bitte? Oder generell, ich mag auch die Covers zu dem Grafikmagazin. Das fand ich auch richtig toll. Und das hier, Sonja ist nämlich stellvertretende Chefredakteurin dort. Und ich liebe die Ausgaben. Sonja schreibt ja auch richtig gut. Und wie ihr seht, das ist ja auch so ein Cutout. Das hat nämlich Jörn, mein Bruder, mitdesignt, der übrigens sein Ehemann ist. Sein Ehemann, haha. Well, sorry. Jörn, mein Bruder, ist ihr Ehemann. So, habe ich das jetzt richtig gesagt? Okay, egal, es ist noch ein bisschen zu früh. Ich bin noch ein bisschen müde. Es ist Sonntag. Please bear with me. Und genau. Das ist eine Ausgabe, die sie zusammen gemacht haben, also auch vom Cover, wie ihr seht, sind das richtig coole Cutouts. Ich mag das auch sehr hier. Das ist schon ganz nice. So, und die neueste Ausgabe, da habe ich auch schon reingelesen. Da gibt es nämlich einen, guck mal, wie schön die Illustration ist. Ja, das ist das Feature der Illustratorin, die hier vorne auf das Cover gemacht hat. Christina Granzo. Und aber es gab einen Artikel, den ich richtig, richtig toll fand, der mir schon auch geteasert worden ist. Wo ist denn der? Also wie ihr seht, geht es hier sehr viel um Kunst und Design. Und das ist wirklich richtig toll. Die haben übrigens auch ein Studentenangebot, falls hier Studenten unter den Followern sind. Hier, das ist der Artikel. Perspektiven, die Spuren hinterlassen. Und hier, es geht, das ist ein Interview mit Mara Reklis und sie ist Philosophie-Studentin. Warte, wo steht das hier? Wo ist die richtige Berufsbezeichnung, bevor ich das hier falsch mache? Jedenfalls, ja, hat sie Philosophie studiert, aber auch arbeitet mit Designstudenten zusammen. Das finde ich halt ganz spannend, weil natürlich sie da auf die Fragen geht, okay, was ist Design und wer bestimmt, was gutes und schlechtes Design ist. Dann reißt sie auch ganz kurz dann auch über natürlich Dinge wie Rassismus an, dass zum Beispiel Designs aus dem
auch zum Beispiel Afrika, auf Asien eher so als ja simpel oder nicht so elevated angesehen wird. Und das finde ich auch immer ganz spannend, weil das natürlich auch leider Wurzeln in Rassismus hat und Diskriminierung. Und ja, deswegen, das ist richtig, richtig toll. Und sie hat auch ein Buch, Wie können wir den Schaden maximieren? Das ist natürlich etwas, was ich super spannend finde, weil als ich auch Modedesign studiert habe, gab es natürlich auch so, okay, wer bestimmt, was gut aussieht, wer bestimmt, was nicht gut aussieht, was ist fashionable, what not, weißt du? Und genau. So, das ist die aktuelle Ausgabe. Und ja, das war so mein kleiner Magazin-Haul for now. Wie ihr wisst, wie ihr seht, ein großer, großer Fan. Und ja. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Genießt die Cozy Season und wir hören uns ganz bald. Teil gefunden hat. Sieht man das? Ja, ist ganz schön schwer.